gerade das Wahlkuvert eingeworfen. Ein doch entscheidender Moment, denn Sie stehen ja auch zum letzten Mal als Parteichef hier zur Wahl. Sie haben heute von Einigkeit gesprochen und Ihre Partei nochmal eingeschworen. Haben Sie auch ein bisschen Wehmut? Ja, ich höre noch nicht auf. Aber Wehmut hätte ich dann, wenn nicht begriffen wird, dass wir uns nicht mit uns selbst zu beschäftigen haben, sondern dass wir uns zu beschäftigen haben mit einer Politik für die Stadt, für die Leute, die hier wohnen, für diejenigen vor allem, die uns brauchen. Und natürlich auch die Auseinandersetzung mit dem politischen Gegner zu führen haben und eine Partei in deren. Wenn das nicht begriffen worden wäre, dann wäre das schon bekümmerlich, aber ich bin zuversichtlich. Ich habe hier mit vielen Genossen und Genossinnen sprechen können. Die fanden, Sie haben eine tolle Rede hier abgeliefert. Sie stehen hinter Ihnen und hoffen auf einen Wahlerfolg. Jetzt war natürlich immer wieder das zu Unstimmigkeiten gekommen, weil ja auch immer dieses Thema, wer folgt Ihnen eigentlich, im Mittelpunkt steht. Und Sie haben heute ganz klar gesagt, der Parteitag entscheidet und nicht Sie. Ja, selbstverständlich. So sieht es das Statut vor. Also nicht nur die Gepflogenheiten, sondern auch das Statut. So ist es bei uns üblich und das war's. Also ich verstehe nicht ganz die Diskussionen, die es da gegeben hat in der Aufforderung an mich, zu sagen, wer mir nachfolgt. Das ist absurd, das entscheidet der Parteitag. So wird es auch in Zukunft sein. Jetzt 2018 haben Sie gesagt, kommt Ihr Rücktritt, dann wird erst die Nachfolge bestimmt. Sie sprechen von einer Einigkeit innerhalb der Partei. Jetzt waren natürlich immer wieder Meldungen auch von einem rechten Flügel, der sich da irgendwie abschottet im Sinne des Gedankenguts. Es war Koalition im Gespräch. Sie haben sich heute ganz klar gegen die FPÖ ausgesprochen, oder? Sie werden es sehen bei dem Antrag, der sich gegen die Koalition mit der FPÖ ausspricht, zum glaube ich, vierten oder fünften Mal. Auch das wird heute eine große und breite Mehrheit sein. Das Gefasel vom rechten und vom linken Flügel in der Wiener Organisation ist inhaltlich definierter Unsinn. Das muss man einfach sagen. Ich kenne in der Wiener SPÖ nur ganz wenige, die so etwas tatsächlich in Erwägung ziehen oder ja, Diskussionsbereitschaft über dieses Thema signalisieren. Das war es aber auch schon. Also so gesehen, das hat nicht wirklich so inhaltliche Gründe. Ja, da gibt es, wo Menschen sind Menschen, da gibt es halt persönliche Gründe dafür. Aber das sollte man alles hinter anstellen. Wir haben wirklich was anderes zu tun. Meine letzte Frage, Sie sprechen ja ganz konkret noch von den Grundwerten der Sozialdemokratischen Partei und vor allen Dingen, dass die Partei auch zukünftig so agieren sollte. Was haben Sie sich denn für die Zeit bis 2018 jetzt gezielt vor allen Dingen noch vorgenommen? Naja, was ich mir vorgenommen habe, ist, dass wir alles das, was wir zu tun haben an Strukturreform der Partei, an Organisationsreform der Partei, dass wir das auch noch hinter uns bringen, aber dass wir vor allem natürlich auch all jene Projekte, die wir in Wien am Bearbeiten haben, das sind Infrastrukturprojekte, das sind Projekte der Veränderung des Schulwesens beispielsweise, das ist die Reform des Spitalswesens, also die Organisationsreform des Spitalswesens. Also es gibt eine ganze Reihe von Punkten, dass wir das noch weitestgehend erledigen. Es bleibt für meinen präsumptiven Nachfolger ohnehin genug Arbeit noch. 2015 hatten Sie ein Wahlergebnis von 95,8%. Jetzt gab es doch viele Diskussionen. Glauben Sie, dass Sie das auch bei diesem Wahlgang wieder erreichen können? Nein. Es wird, daran muss man sich gewöhnen, ein Stück Normalität, demokratische Normalität auch wieder einkehren. Also ich bin überzeugt davon, dass Wahlergebnisse jenseits der 90% es schon geben wird, ja, aber wahrscheinlich nicht für jene, die an der Spitze stehen.